Das Team von Bundestrainer Benjamin Hinterstocker verlor das zweite Testspiel gegen Frankreich in Besançon mit 3:4, 1:3, 1:1, 1:0. Andrea Lanzel, 5., Kerstin Spielberger, 32. und Julia Zorn, 58. trafen für Auswahl des deutschen Eishockeybundes DEB. Am Montag hatten sich die EB-Frauen in der ersten Begegnung gegen Gastgeberinnen mit 5:2 durchgesetzt. Die Mannschaft hat heute zum dritten Mal in 4 Tagen eine sehr solide Leistung gezeigt, sagte Hinterstocker. Zusammenfassend können wir auf eine erfolgreiche Länderspielsaison zurückblicken.